mit ein wenig Glück werden die dann auch gezeigt. So, apropos Glück, wir haben Glück, der Run fängt an. Ja, viel Spaß. Und ja, dann haben wir jetzt einen kleinen Sonic-Block vor uns. David, hast dich freiwillig als Kommentator mitgemeldet. Ja. Hat das einen Grund? Ich bin total hyped auf das kommende Sonic X Shadow Generation Spiel. Ich habe mir jetzt extra nochmal Sonic Generations gekauft und habe auf jeden Fall Bock, das auszuspielen. Und außerdem mag ich deine Sonic Commentaries einfach mit deiner zarten Stimme und... Aber das ist auch nett. Ja. Das ist wirklich nur allzu goldig, dieses Kompliment. Ja, mir wird gerade schlecht. Ich weiß. Overlay wird noch angepasst. Der Run ging jetzt ein bisschen früher los als gedacht, deswegen ist Sauger da nicht ganz hinterhergekommen. Aber danke für den Hinweis. You can pick between the default Sonic Project 06 Spinball. So, und ich habe es eben schon mal so ein bisschen angekündigt. Ich warte jetzt noch, bis der Timer losgeht, bis ich da genau anfange zu erklären. Aber dieses Spiel könnte euch so ein bisschen bekannt vorkommen und das hat dann auch seine Gründe. Wenn ihr vielleicht den Namen nicht kennt, weiß ich, David, hattest du das eben schon so ein bisschen mitbekommen? Hattest du dazu gehört? So mit einem halben Ohr. Ich habe den Mainstream bei mir relativ leise. Mhm, okay. Deswegen habe ich nicht alles mitgekriegt. Also ich weiß, dass es ein Remake ist, ein Fan-Remake, ne? Genau. Und ja, aber mehr weiß ich halt auch noch nicht. Okay, ja gut. Wie gesagt, dann warte ich noch ein bisschen, damit das auch alles im VOD nachher drin ist. Los geht's. Okay, ja, Sonic Project 06. Man kann vielleicht vermuten, dass es irgendwas mit Sonic 06 zu tun hat, dem vielleicht schlechtesten Sonic-Spiel, wobei ich bin der Meinung, Sonic the Fighters ist noch schlechter, aus ganz anderen Gründen. Sonic 06 ist so ein kaputtes Sonic-Spiel gewesen und mit Sonic Project 06 hat man versucht, dieses Spiel einfach besser zu machen. Also so die schlimmsten Fehler auszubessern. Und ja, das Ganze halt vor allem spielbar und spaßig zu machen, was tatsächlich auch gut gelungen ist bisher. Das einzige Problem ist immer noch der Levelaufbau, aber ja, das ist immer so eine Sache, ob man das die Level zu sehr verändert, weil es ist ja immer noch ein Remake. Kann sein, dass da noch was passiert, dass man da noch ein bisschen was anpasst. Aber so die schlimmsten Bugs und Glitches sind raus. Die Ladezeiten sind deutlich besser geworden, die Grafik ist ein bisschen aufgehübscht worden und so weiter. Ja, das ist so das Erste, was mir aufgefallen ist. Ich habe auch so ein bisschen Front Tigers Vibes von der Grafik her. Front Tigers? Front Tigers, also Frontiers. Ach so, ach, Frontiers, okay, ja. Also so spreche ich es irgendwie mal aus. Übrigens, die Stelle könnt ihr euch schon mal merken. An genau dieser Stelle wird später der Run enden. So viel kann ich schon mal verraten. Ja. Obwohl, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, weil... Oh Gott, wir spielen ja die ganze Zeit... Nee, wir spielen mit Sonic. Okay, gut, wir haben nur ab und zu mal so ein paar Tail-Segmente leider mit dabei. Aber da müssen wir dann durch. Hab dich doch jetzt mal nicht so, weil mal 2 Sekunden Tails zu sehen. Es ist halt Tails. Ne? Ja, ein wundervoller Charakter mit sehr viel Tiefe und sehr viel Können, jedenfalls in den Serien. Tief sind höchstens die Wunden, die ich hinzufüge, aber egal. ja, aber ja, wir spielen halt Sonic Story oder Sonic Any Percent. Und ja, da haben wir jetzt so ein bisschen vor uns, so ja, grob eine halbe Stunde, sag ich mal. Wobei ich in der Meinung, die Estimate ist nochmal ein bisschen angepasst worden. Aber egal. Und ja, die Level an sich, die kennt man entsprechend natürlich auch. Wie gesagt, das ist halt Sonic 06. Aber das Gameplay sieht halt deutlich besser aus. Was in dieser Version fehlt bei Sonic Project 06 ist die Hubworld. Es gab ja die Stadt, in der Sonic dann rumgerannt ist und quasi von Auftrag zu Auftrag gerannt ist. Die ist komplett raus. Man weiß im Moment noch nicht, ob die irgendwann doch nochmal wieder reinkommt. Das Ganze befindet sich immer noch in der Entwicklung des Projekts und kriegt auch immer wieder Updates. Also kann sein, dass da doch nochmal irgendwas passiert. Aber aktuell, Stand jetzt, ist die Hubworld nicht mehr drin. Und das ist meiner Meinung nach auch kein großer Verlust, weil die eigentlich relativ überflüssig gewesen ist. So, wir sind jetzt im Wüstenlevel und tragen Elise mit uns rum. Die Prinzessin, die storytechnisch so ein bisschen seltsam war in dem Spiel. Also ist halt eine menschliche Prinzessin. Und ja,
die fängt so eine kleine Liaison mit Sonic an, was irgendwie ja, sehr, sehr seltsam wirkt, krank wirkt teilweise, ne? Ich weiß es nicht. Ja, muss ich ja selber ein Bild machen. Hm? Okay, wenn ich das jetzt frage, das ist fies. Also, Zoophilie ist irgendwie... Könnte sein. Aber an sich mögen die sich einfach nur. Ja, ich mag dich auch, aber ich habe keine Liaison mit dir. Ja, und da bin ich auch nach wie vor sehr traurig. Aber nächstes ZFM vielleicht. Abschauen. Ja, da finden sich bestimmt mal so 2-3 Minuten Zeit zwischendurch. Na klar. Wir können dann 3 Liaisons haben in der Zeit. Geil. Egal. Lassen wir das mal lieber. So, wir sind jetzt in einer Snowboard-Sequenz. Ich wollte gerade Snowball sagen. In einer Snowboard-Sequenz. Sieht sehr spaßig aus. Ich muss übrigens dazu sagen, ich habe dieses Fanprojekt selber nicht gespielt. Ich habe bis vorhin auch gar nicht gewusst, dass es überhaupt existiert. Deswegen kann ich keine persönlichen Eindrücke davon geben. Aber es sieht sehr spaßig aus an dieser Stelle hier. Und so eine Snowboard-Dinger, spätestens seit SSX, mag ich solche Snowboard-Dinger ja sowieso. Auf jeden Fall. Also Snowboard ist ja auch so mein Ding. Ich fahre ja auch selber Snowboard noch. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Und wenn ich das sehe, dann kriege ich schon wieder Bock auf das Projekt jetzt auszuprobieren. Also ganz ehrlich. Jo. Warum auch nicht? Ne? Nee, aber ich wusste nicht, dass du Snowboard fährst. Ich habe es mal eine kleine Weile gemacht, also auch schon 30 Jahre her oder so. Nicht ganz, glaube ich. Aber egal. Heading on into section 2, we're going to be seeing our main method of movement with Sonic. Ja, ansonsten alles relativ selbsterklärend. Wir haben halt unsere Dashes, also mit denen können wir ein bisschen schneller rennen. Wir haben unsere Homing Attacks in der Luft. Oh, da sind wir an der Barrikade hängen geblieben. Hier in dem Level müssen wir, also wir nähern uns gerade Robotniks Basis und in dem Level müssen wir halt an diesen Barrikaden da, an diesen Laserschranken vorbei. Ist an sich nicht allzu schwer. Außer man spielt Tails. Oh. Wieso, Tails ist doch Tails auch gerade rübergekommen. Was hast du denn jetzt? Ja, aber das hat eher so was Psychologisches, dass es mit Tails so schwer ist. Nein, aber wir müssen, wie gesagt, einfach an diesen Barrikaden vorbeikommen. Ab und zu bleibt man da gerne mal hängen, wie man eben schon einmal gesehen hat. Aber grundsätzlich ist es jetzt nicht so schwer. Also in der Geschwindigkeit ist es natürlich trotzdem nochmal um einiges anspruchsvoller, als wenn man jetzt Casual spielen würde. Aber ja. Ich habe übrigens auch schon so ein paar Trivia-Fragen vorbereitet, weil ganz viele Leute geschrieben haben, die mögen immer die Trivia-Sachen und ganz viele Leute meinen nicht eine Person. Da werde ich nachher noch ein bisschen was bringen. Aber das machen wir dann, wenn wir so ein bisschen Downtime haben. Ich habe 6 schöne Fragen hier extra nochmal notiert, damit ich keine vergesse. Aber ja, da könnt ihr schon mal drauf vorbereiten. Einige von euch kennen die meisten Sachen schon, weil ich irgendwie immer dasselbe frage, aber egal. Der weise Weni kennt nicht alle Sonic-Spieler, also weise, das streichen wir mal. Weise ja, aber weise nicht. Genau. Warte mal, was soll das heißen? Egal. Hier in Crisis City sehen wir übrigens auch die grafischen Verbesserungen ganz gut, vor allem an den Stellen, an denen sich der Boden so spiegelt, hier zum Beispiel. Und das sieht schon sehr, sehr hübsch aus. Das muss man sagen. Also man würde halt wirklich denken, das ist ein komplett neues Spiel einfach. Genau. Man muss jetzt natürlich vergleichen nochmal mit Sonic 06 die Grafiken, aber glaube einfach, also das ist ja rein optisch ist es auf alle Fälle ein ganz großes Upgrade. Spielerisch, wie gesagt, laut den Erfahrungsberichten auch. Das einzige Problem ist halt im Moment, dass das Level-Design immer noch ziemlicher Mist ist. Es ist halt immer noch Sonic 06 in dieser Weise. Und da kann aber der Ersteller nichts. Ist übrigens auch ein, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, ein Ein-Mann-Projekt von einem, ich glaube, Portugiesen. Bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Und da hat er schon wirklich richtig geile Arbeit geleistet. Also, für eine Person, Chapeau an ihn. Also sowas, so ein Herzensprojekt daraus zu machen, ist schon... Genau. Da kann man einfach nur unterstützen, sage ich mal. Dann. Richtig. Ja, da könnt ihr ja gerne mal nach Sonic Project 06 suchen. Und ja,
Hab hier sogar noch irgendwo eine Seite. Ach, ein Argentinier war es. Okay. Ian Morris, aka Chaos X. Und der hat, jetzt muss ich mal gucken. Steht hier jetzt. Also, ich sehe es im Moment nicht, seit wann er da schon dran sitzt. Aber es sind schon ein paar Jahre mittlerweile. Wie gesagt, er liefert ja auch immer wieder irgendwelche Updates. Und ja, mal schauen, wie das ganze Projekt dann am Ende, wenn es fertig ist, aussehen wird. Ja, vielleicht sollte Sega ihn einstellen. Oh, wäre ja nicht das erste Mal. Ja. Hier Christian Whitehead, der am Ende Sonic Mania, Sonic Mania programmieren durfte für Sega. Da sind sie ja im Vorfeld von seiner Arbeit auch richtig begeistert gewesen, also von seiner Arbeit an den neuen Versionen von den ganz klassischen Mega Drive Sonics, die dann 2013 rauskamen. Und ja, der ist ein fester Bestandteil des Teams geworden. Kann ich mir hier durchaus auch vorstellen. Ich meine, aus Sonic 06 ein gutes, spaßiges Spiel zu machen, da gehört schon einiges dazu. Auf jeden Fall. Was man übrigens ab und zu auch sieht, ist, dass in den Leveln, also die Level an sich sind teilweise auch in einzelne Zonen unterteilt. Da hat man dann zwischendurch mal so eine kurze Unterbrechung, in der halt gewechselt wird. Ist aber hier bei weitem nicht so schlimm wie in der Originalversion, wo dann also man dann eine halbe Minute wäre jetzt ein bisschen übertrieben, eine halbe Minute gewartet hat, bis man endlich weiterspielen konnte. Genau, und da haben wir eben auch Super Sonic gesehen. Kitty Peter hat es gerade im Chat erwähnt. Und Super Sonic ist halt einfach die geilere Variante von Sonic. Geiler und schneller und besser. Das ist quasi so, man wechselt von David auf mich. Entschuldigung. Ich lasse das jetzt einfach mal unkommentiert. Und Super Sonic wird aktiviert, indem man insgesamt 50 Ringe, also mindestens 50 Ringe einsammelt. Dann kann man den Super Sonic-Modus aktivieren und verliert ab da aber auch ständig kontinuierlich Ringe. Wenn wir bei 0 sind, verlassen wir den Super Sonic-Modus, ansonsten sind wir halt schneller unterwegs und können besser springen, sind unverwundbar, also ein paar Sachen können uns trotzdem immer noch Schaden zufügen. Also generell in der Sonic-Reihe ist es so, also Abgründe beispielsweise oder zerquetscht werden, das mag auch Super Sonic nicht so sehr. Und Necromorg schreibt gerade endlich die guten Spieler. Also wir hatten auch vorher schon ein paar gute Spiele dabei, aber wenn es nach meinem persönlichen Geschmack geht. Ich war sehr überrascht von Bayonetta 2 heute Morgen. Das hatte ich halt überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das überhaupt gezeigt wird. Es kam relativ spontan rein, hatte ich das Gefühl. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe halt bis kurz vor Eventbeginn sowieso nicht allzu viel vom Schedule mitbekommen. Ja. Außer den Sachen, bei denen ich mich schon vor, keine Ahnung, 3 Wochen oder so eingetragen hatte. Also wo ich dann heute Morgen wach geworden bin und dann natürlich gleich GDQ angemacht habe, während meines Morgenkaffees, und dann war da auf einmal die liebevolle Bayonetta. da hatten wir vorhin Probleme mit dem Streamtitel. Ich weiß nicht, ob du es in der Regie gelesen hast. Nee, du hast halt wirklich gar keinen Zugriff. Ja, stimmt. Aber irgendwie wurde da mal angezeigt, Twitch-API reagiert nicht und Titel kann nicht geändert werden. Im Twitch-Dashboard habe ich dann festgestellt, also da habe ich es dann auch mal probiert, da stand dann irgendwie, dass der Titel eventuell gegen Twitch-Richtlinien verstoßen könnte. Die Kategorie hieß Infinite Climax. Das war das Problem. Das mochte Twitch nicht so. aber scheint auch ein guter Run gewesen zu sein. Aber apropos gute Runs, den sehen wir hier im Moment auch. Also sieht bisher auch ziemlich sauber aus, wie Stelmo da für mich kommt. Obwohl ich das in der Geschwindigkeit teilweise gar nicht so ganz einschätzen kann. Ich bin selber kein Runner von Sonic 06 oder generell von 3D-Sonics. Sind nicht ganz so meins. Ich mag dann lieber die 2D-Sonics. Vor allem Master System und Sonic Generations. Für mich das beste Sonic-Spiel aller Zeiten. Da schlage ich dann auch direkt wieder die Brücke zu deiner Aussage am Anfang, dass du auch Generations so gehypt bist, also der Nachfolger von Sonic Generations.
Dimensions. Mhm. Ach, und der Bayonetta-Run war echt super, schreibt Bloodline. Ich hab's halt so nebenbei offen gehabt, aber ich hab da nicht, ehrlich gesagt, nicht wirklich drauf geachtet, weil ich da, ich glaube, am Vorbereiten war oder am Frühstück essen, ich weiß es nicht mehr genau. Ja. So, wir sind jetzt hier im Dschungel und ich kann mich daran erinnern, dass jemand im Chat von Stelmo zu dem Level geschrieben hat, das ist noch gar nicht das Level, Entschuldigung, die sehen sich manchmal so ein bisschen ähnlich, aber beim Dschungel-Level hatte jemand geschrieben, das ist sein Lieblingslevel in Sonic 06 gewesen und das konnte Stelmo so gar nicht verstehen. Also es ist einfach Geschmackssache. Ich muss sagen, auch bei einer, ich weiß nicht, welches Sonic-Spiel ich gespielt habe, ich finde die Stadtlevel immer relativ cool. Ja, also das ist natürlich immer Geschmackssache, aber die Stadtlevel haben eigentlich immer was, vor allem Sonic Unleashed. Also Sonic Generations hatte ja Levels aus allen möglichen Sonic-Spielen bis dahin. Ja. Und das Sonic Unleashed-Level, wo man dann den Glockenturm da hochgeht in der 3D-Passage, das sah schon richtig geil aus. Meine Lieblingsszene aus Sonic Generations. Genau, vorbereiten, frühstücken, auf jeden Fall wichtige Tätigkeiten. Ganz genau. So, hier müssen wir jetzt dem Zug hinterher. Und ja gut, das war's auch schon. Habe ich jetzt ein bisschen zu spät angefangen zu erklären. Aber es ist an sich auch nicht allzu viel zu erklären gewesen. Gerade als Super Sonic kommen wir eigentlich ganz gut hinterher. Die Mission jetzt auch beendet. Ich will mal sagen Level, aber Level ist hier eigentlich nicht ganz korrekt, weil es sind eher Missionen als Level. Auch wenn das in dem, also ohne die Hubworld nicht ganz so offensichtlich ist. So, wir haben wieder Lise auf Armen und müssen jetzt durch das Dschungel-Level. Und das ist das, was ich nämlich eben meinte. Dschungel-Level, das war irgendwie das Lieblingslevel von Zuschauer von Stelmo, er konnte es so gar nicht verstehen. Interessanterweise gibt es hier in dem Dschungel-Level sehr viele verschiedene Wege, die teilweise auch sehr interessant aussehen. Das Problem ist nur der schnellste Weg. Das ist halt der ganz klassische Weg, in dem wir pro Gameplay haben, mehr oder weniger. Mhm. Also wo wir nur ab und zu mal ein bisschen springen müssen, mehr nicht. Das ist halt ein bisschen schade. I love Sonic Game. Weil normalerweise ist es in Sonic war so ein bisschen Tradition, dass die anspruchsvolleren Wege, also in den 2D-Sonics zum Beispiel meistens die oberen Wege, dass die dafür aber auch ein bisschen schneller sind und da muss man dann immer entscheiden, entweder macht man sich das ein bisschen schwerer, aber spart Zeit, oder man geht die sicherere Variante, die dann aber ein bisschen langsamer ist. So, hier einmal durch den Buchstaben durch. Und auch hier sieht man den grafischen Unterschied zum Original schon sehr gut. Also auch das Dschungel-Level, Tropical Jungle, um genau zu sein. Das sieht halt einfach geil aus. Ja. Die Wassereffekte eben. Aber hier sieht man sie auch nochmal. Also das ist schon eine ganz große Aufwertung in der Hinsicht. Auch wenn ich es nach wie vor komisch finde, dass wir mit Lies, also Lies tragen und damit hier so durch die Gegend rennen. In der Wüste konnte man es vorher noch verstehen, da war ja viel Platz, aber das hier ist ein Dschungel. Da rennt man gerne mal gegen Baum. Also, naja, Tarzan und Jane. Ich glaube, Lies kommt dann nicht. Also ja, gut, stimmt. No. Aber dass das Kleid von ihr halt nicht so rumgewedelt ist, das ist ein kleines Downgrade, würde ich fast behaupten. Während Sonic so schnell rennt und dann... Überleg gerade, hat das in 06 so rumgewedelt? Ich weiß es nicht, ich wollte es jetzt einfach so irgendwie ein bisschen... Ach so, wollte es ein wenig schlüpfrig werden. Ja. Okay. So, hier haben wir jetzt mal eine interessante Mechanik gehabt, und zwar hatten wir keinen Rail, sondern einfach so einen Wasserstrahl. Und der funktioniert aber genauso wie ein Rail. Also Rails in Sonic-Spielen, 3D-Sonic-Spielen, um genau zu sein, die dienen halt dazu, dass wir darauf grinden können und der Bahn einfach folgen. Genau, David wollte einfach den Lead-Faktor des Games steigern.
So, jetzt haben wir mal ein bisschen Abwechslung. Wir spielen nicht gerade nicht Sonic und zum Glück auch nicht Tails, sondern wir spielen Silver. Silver ist ein Charakter, der vergleichsweise in die Reihe, also in die Sonic-Reihe dazu kam. Ist bei den Classic-Sonics noch nicht dabei gewesen. Und das ist so ein psychokinetischer Charakter. Ich habe die Story nie so ganz verstanden von Silver, aber weil ja, die 3D-Sonics ja sowieso nie meins waren. Außer Generations, sogar so ein 2D, 3D Sonic Spiel. Ja. Und das fand ich, da fand ich auch die 3D Passagen sehr gut. Und Exlar, Hallöchen, einen wunderschönen guten Abend. Also ich muss ja sagen, ich bin sehr begeistert, also jetzt nicht von, von den Spielen ja sowieso, also die sind ja immer sehr schön anzusehen, auch wenn ich komplett abkacke. Aber ich finde halt die verschiedenen Facetten der Charaktere echt gut gemacht, weil von früher kennt man halt nur Tails, Knuckles und Sonic und natürlich Herrn Mr. Monsieur Robotnik und wie viel halt mittlerweile dazugekommen sind, auch aus, durch die Serien, die ich halt damals geguckt habe, das ist schon sehr cool. Also Silver sagt mir halt zum Beispiel gar nichts. Shadow war halt immer so mein Liebling, aber das liegt halt daran, weil Shadow einfach mal schwarz ist und ein relativ cooles Auftreten hat. Und Silver kenne ich zwar, aber ist mir halt noch nie so aufgefallen. Der ist halt auch so, wow, coole Type. Kann man machen. Wir sind jetzt übrigens in dem Castle-Level und hier gibt es ganz viele kleine, ja, kleine, ein paar größere Clips, die wir machen können. Also gerade mit Super Sonic ist da einiges möglich. Wir haben, also man sieht es halt immer sehr schlecht, weil in der Geschwindigkeit sieht man gar nicht, wo man eigentlich lang soll und was jetzt ein Clip ist. Aber wir haben hier öfter mal ein paar Szenen gehabt, in denen wir einfach ein bisschen was übersprungen haben an Weg und dementsprechend auch Zeit gespart haben. Risa, so meinte ich das nicht. Ich meine halt einfach nur, Sonic ist Sonic. Sonic ist Meta. Einfach mal in dem Sinne. An Sonic hat man sich irgendwann satt gesehen, dann ist so jemand wie Shadow auch mal eine nette Abwechslung. Shadow oder Silver und halt Silver gerade, der so komplett out of norm ist mit seinen Psychotricks und allem drum und dran, sein Matrix-Gehabe. Genau. So, aber wir nähern uns auch langsam dem Ende. Ich meine, gut, wir sind ja jetzt auch bei ungefähr zwei Dritteln der Essen mit. So viel erwartet uns nicht mehr. Ich vermute auch mal so anhand des Tempos, dass wir hier sehen, dass Delmo jetzt hier vorlegt, vermute ich mal, dass wir am Ende so bei 25 Minuten sind. So seine PB, die ja, meiner Meinung nach ähnlich lief, so vom Spieltempo her, die liegt bei 23,25. Aber hier werden wahrscheinlich sich so ein paar kleinere Fehler eingeschlichen haben, die mir jetzt nicht mal aufgefallen sind in der Geschwindigkeit. Deswegen sage ich einfach mal 25 Minuten, vielleicht 26. Genau, Bloodline. Genau, also das ist halt die Kunst in Sonic, einfach diese Spiele so smooth durchspielen zu können, wie es geht, ohne sinnlos in Wände zu rennen, was ich mache. Oh ja. Aber das ist ja auch so ein großer Vorteil von Sonic-Spielen. Übrigens hier an der Stelle hatte Stamo in seiner PB auch ein bisschen Zeit verloren. Ja, also diesmal ist er sogar gut durchgekommen. Nee, aber das ist ja so ein großer Vorteil von 3D-Sonic-Spielen. Es gibt immer wieder Passagen, die sich nahezu komplett alleine spielen. Ja. Und die sehen dann halt geil aus. Aber so viel Skill, wie man es vermuten würde, steckt da gar nicht drin. Weil es immer noch sehr skill-lastig ist, muss man dazu sagen. Bei der Geschwindigkeit dann irgendwie mehr oder weniger frame-perfect Sachen zu machen, das ist gar nicht so einfach, logischerweise. Achso, ja, und weil ich es gerade gesehen habe, wir haben uns da einmal treffen lassen, dass das mit Tails passiert, ist natürlich ein netter Bonus, aber... Aber eine grundlegende Mechanik in Sonic-Spielen, die ich jetzt noch nicht erwähnt habe, die du vielleicht auch erklären kannst, wenn du möchtest, das mit den Ringen, wie das funktioniert. Ach so, dass du halt quasi kurz halt invisible bist und einfach durchkannst? Ja, das auch, genau. Geeignet für Damage-Boost. Ich meinte eigentlich, solange man mindestens einen Ring hat und getroffen wird, verliert man nur all seine Ringe, stirbt aber nicht, aber wenn
wenn man mit null Ringen Treffer erleidet, ist man tot. Achso, ja, gut. Davon bin ich eigentlich ausgegangen, dass das klar ist. Ja, eben. Also, meisten Leute wissen es, aber ich wollte es halt trotzdem mal kurz erwähnt haben. Die Leute, die jetzt von Sonic überhaupt keine Ahnung haben, soll es ja auch geben. Und lieber ein bisschen zu viel erwähnen als zu wenig. Genau. So, in dem Level wechseln wir übrigens immer mal zwischen den Charakteren, beziehungsweise jeder unserer drei Charaktere hat halt seinen eigenen kleinen Abschnitt. Großteil des Levels gehört trotzdem immer noch Sonic. Dann sind wir mit Tails mal ein bisschen durch die Gegend geflogen, leider nicht in die Abgründe rein, aber egal, kann nicht alles haben. Und ja, das war eben auch schon der Knuckles-Abschnitt. Ich glaube, wenn man es casual spielt, ist der um einiges länger. Aber wir haben es halt. Ja, Risa hat die Frage gestellt, warum denn der Silver 12% schneller ist als Sonic. Aber das kann ich dir nicht beantworten, Risa. Bestimmt, wie gesagt. Ja, genau. Das sagen wir einfach daran liegt. Nee, ich hab's nicht ignoriert, Bloodline. Ich hab's tatsächlich nicht gesehen, weil ich gerade so ein bisschen auf den Run fokussiert war. Muss ja aufpassen, dass ich nachher nicht zu spät sage, dass jetzt gleich Time ist. Aber, ja. Wie gesagt, was Silver angeht, zeugtechnisch kenne ich mich mit dem nicht so sehr aus, also generell mit allem, was so mit den 3D-Sonics dazu kam, ist nicht so ganz meine Welt. Da habe ich doch einige Wissenslücken. Aber da könnt ihr im Chat gerne was zu schreiben, wenn ihr wollt. Time ist, wenn Time ist, ja. Aber ich will es halt auch nicht verpassen. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Ich überlege mich gerade, ob wir schon im letzten Level sind. Glaube ich jetzt. Ja, sind wir. Okay. Ich war gerade nicht ganz sicher, ob ich nicht doch noch eins vergessen habe. Aber wir sind jetzt im letzten Level, das gleichzeitig auch das erste Level gewesen ist. Und ich hatte ja eben schon mal gesagt, wo nachher das Ziel ist und wo dann entsprechend auch Time ist. Tails ist erstmal über die Gegner geflogen. Der hat keine Bomben geworfen, der hat da einfach runtergekackt. Mann, jetzt hör doch mal auf, den Arm Tails zu mobben. Niemals, niemals. So, und ja. Wir werden in dem Level leider ziemlich viel mit Tails rumschwimmen. Also sobald wir im Hintergrund, ich muss gerade kurz überlegen, nee, hier war das noch nicht, sobald wir im Hintergrund dieses große goldene Symbol sehen, sind wir fast durch. Wie schafft es denn Tail, mit seinen Schwanz oder mit seinen Schwänzen zu fliegen, weil das würde ja, oder schnell zu rennen, das war, weil er müsste ja den Schwanz, die verdrehen sich ja ineinander. Wie geht das? Oder hat der hinten so eine Art, sag ich mal, Loch und wo er das, nein, okay, das klingt falsch. Also, ich musste schon ein bisschen grinsen, als du gesagt hast, ja, irgendwas mit Verknoten, glaube ich, hat es gesagt. Und da ist übrigens das Ziel und da ist dann auch gleich Time. Na, aber da habe ich gerade so an Tails mit so einem ganz stark schmerzverzerrtem Gesicht im Kopf gehabt. Das hat mir sehr gefallen. Das war so klar. Oh, Moment, hier ist noch gar nicht Time, sondern wir müssen das erst noch wegdrücken. Okay, das hatte ich dann ein bisschen falsch bekommen. Und siehst du, Tails kriegt auch gleich nur ein B-Rang. Oh yeah, you're right. Er ist halt zu nichts zu gebrauchen. Moment, zeigt er jetzt noch was? Also eigentlich ist das Ende gewesen. Aber er zeigt eine Teststage. Oh, okay. Ja gut, also die kenne ich dann jetzt selber nicht. Ja, ich glaube, dann kann man die Charaktere ausprobieren. Oh, okay. Oder generell das Spiel, die Mechaniken lernen. Also sieht zumindest danach aus, ja. Ja. Enter this portal, we're going to be seeing Knuckles again. And Knuckles is going to be doing some treasure hunting. Okay. So normally in a different Project 06 story, we would be collecting these keys in the stages, but Knuckles gets to kind of so, just und, go ja, von Knuckles Mechanik haben wir jetzt in dem Run so gut wie gar nichts gesehen. Wo Link zum Spenden? Achso. Aufrufe zum Spenden. Ja.
Es war zwar auf was anderes bezogen, aber Ausrufezeichen spenden, da könnt ihr gerne tatsächlich spenden. Das geht nämlich dann an die Erdzone-Grenzen. Und nicht an eine lebensgroße Tails-Figur für mich, die sowieso im Müll landen würde. Die würde nicht im Müll landen. Nicht, wenn ich sie drucken würde und mit Liebe bemalen würde. Tails mit Liebe bemalen. Apropos Tails, sag mal, trägst du deine wundervolle Tails-Mütze von ZFM? Welche Tails-Mütze? Die du zu Weihnachten bekommen hast. Hast du nicht irgendwas von Tails bekommen zu Weihnachten? Plüschtiere, ja. Achso. Aber cool. Keine Mütze. Achso. Also, die Mütze hätte ich auch nicht getragen. Obwohl, doch so als Gag hätte ich sie mitgenommen und dann, immer wenn ich jemanden nicht leiden kann, hätte ich ihn wieder aufgesetzt. Das sagt mehr als 1000 Worte. Also wenn ich jetzt zum ZFM irgendein Sonic-Spiel spielen würde, runnen würde, dann würde ich dich ja mit dabei haben wollen als Zeitkommentator. Ja, dann würdest du Tails eventuell eine Tails-Mütze tragen. Oh Gott, möchte ich jetzt nicht beantworten. Das möchte ich jetzt nicht beantworten. Ich möchte jetzt nicht irgendeine Aussage treffen, die ich dann später bereue. Rein hypothetisch natürlich. Also, ich sag mal, für einen guten Zweck würde ich sowas natürlich auch machen. So ist es nicht. Okay. Ja, das Tails-Plüschi eher ich. Das ehre ich. Ab und zu bringe ich sogar den Müll, der da drauf liegt, runter. Dann kriegt er wieder ein bisschen Luft. Und wie gesagt, das gehört jetzt eigentlich gar nicht mehr zum Run dazu. Das ist einfach nur noch ein bisschen Bonus. Ja, also genießt das Gameplay hier. Und ja. Schaut euch an, wie gut Sonic 06 hätte sein können, wenn da von vornherein jemand dran gesessen hätte, der Ahnung und Liebe da reinsteckt. Ja. Ist halt wirklich schade. Also Sonic 06 hätte ein gutes Spiel werden können, aber die haben das so dermaßen vermurkst. Also allein die Ladezeiten. Und das ist ja nicht mal das größte Problem von Sonic 06. Allein die Ladezeiten machen das halt schon so dermaßen unspielbar. Also das Original. Jetzt dürfte aber Schluss sein, vermute ich mal, oder? Ja, macht nochmal irgendwas im Testraum. Oder? Nee, Credits. Ah, okay, da sieht man... Cool sieht denn, wie cool sieht bitte Silver aus auf dem Bild? Das stimmt. So Silver in so einem, in so einem schattigen Licht, wollte ich gerade sagen. Nee, das passt so nicht zusammen, aber in so einer Atmosphäre sieht schon ziemlich cool aus. Ja. Ja. So, und ich glaube, mittlerweile haben sie einfach nur vergessen, die Zeit zu stoppen. Ja? Of Project 06's End of the World, which is pretty sick. We're gonna be going. Okay, das ist jetzt irgendein Demo. Ich habe jetzt das Level nicht ganz verstanden. Also, eine GDQ-Version auf jeden Fall. Oh. End of the World in 3, 2, 1, let's go! Okay. Bin ich jetzt auch mal gespannt. End of the World. Oh, wir spielen Rob the... nicht Rob the Robot. Das war Nintendo. Edie. Also Ede. E-D-E. Beziehungsweise, oh Gott, ich hab seinen Seriennummernnamen gerade vergessen. Den konnte man zum Beispiel in Sonic Adventure 2 spielen. Das ist eine der 6 Stories gewesen. Und ist halt ein Roboter, der eigentlich von Robotnik entwickelt wurde. Der aber die Seiten gewechselt hat und sich dem Team Sonic angeschlossen hatte. Das ist der Roboter, der auch in den bekannten Meme-Sequenzen vorhanden ist. Bekannte Meme-Sequenzen? Also es gibt ja spezielle Videos, wo so. Redewendungen zum Beispiel. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, das ist der. Lol. Hattest du mir damals geschickt, ne? Ja, aber ich habe das auch nur von irgendjemandem geschickt bekommen, denn... Ah, okay. Weil das ist ein echt lustiges Video gewesen.
If you get to this platform before 40 seconds, that's the fastest you can do it, because it's cycle based. So, da haben wir Chaos Emerald eingesammelt. Hey, Amy! Oh, okay. Das ist cool. Also, das sind Charaktere, die eigentlich ursprünglich in Sonic 06 gar nicht vorkamen. Das kam ja jetzt erst mit dem einen Multiplayer-Sonic, ne? Was letztes Jahr rausgekommen ist, wo man viele andere Charaktere spielen konnte, unter anderem auch Amy, die ja sonst immer geteasert worden ist, aber nie dabei war. Amy. Also Amy als spielbarer Charakter ist schon sehr, sehr lange dabei. Aber wer war denn das? Ich überlege gerade, wen du meinen könntest. Vector vielleicht? Amy, das war auf jeden Fall ein weiblicher Charakter. Okay. Cream konnte man auch schon vorher spielen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wen du meinst. Aber ja, ich habe da auch irgendwie dunkel was im Hinterkopf. Oh, guck mal hier, ein Shadow. Aber schön, dass wir das auch nochmal sehen, auch wenn wir jetzt ein bisschen über Äste mitgehen, aber das ist es wert, meiner Meinung nach. Müssen sich die nächsten beiden Sonic Runner ein bisschen beeilen, damit wir das wieder rausholen. Aber Sonic, passiert zwar schnell mal, dass man doch einiges an Zeit wieder gut macht. Nee, Silver meinte ich nicht. Das war sogar bei irgendeiner Spielevorstellung, wo man, ich glaube, da war Yuki auch noch mit dabei, wo sie gesagt hat, endlich ist dieser Charakter mal wirklich spielbar mit bei. Diese Frau. Genau, diese Frau. Diese Frau. Silver, diese Frau, genau. Und Kay Balga, vielen Dank für deinen Sub oder Resub oder was auch immer. Ich sehe es jetzt im Moment noch nicht. Ich sehe halt nur die Nachricht vom Moobot, der irgendwie ein bisschen schneller ist. Blaze the Cat, das kann sein. Das kann natürlich sein, ja. Ja, diese Frau halt. Genau. So, wir haben jetzt übrigens mittlerweile Time. Auch im Endeffekt nicht mal eine Minute über Essen mit, obwohl wir noch einiges an Bonusmaterial gesehen haben. Ach, da kann man sich jetzt nicht beschweren, würde ich sagen. Und dann geht's gleich weiter mit dem nächsten Fangame. Das aber irgendwie sich komplett anders anfühlt. Aber da warte ich jetzt auch noch ein bisschen. So, dann kann ich das hier zumachen.